Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragon Age Inquisition, leicht gemoddet. Wie ihr seht, wir sind noch in den Hinterlanden. Das hat den Grund, ich habe auf die Karte gesehen und siehe da. Es hat noch eine Quest von Cassandra. Jetzt machen wir es so. Wir gehen mal eben hier zum Lager. Kann ich da? Ach, einfach am See rum. Ja, es sind alle. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, wir gehen zum Lager und holen unsere gute Cassandra. Ist eigentlich auch noch ganz gut, dass wir hier bleiben, weil hier gibt es Elfenwurzeln. Und wie ihr seht, wir sind alle angeschlagen und haben keine Tränke. Großartig. Deswegen sammeln wir ein bisschen. Den Brief hatten wir schon. Wo ist denn der Fluss? Wo bin ich denn hier? Nein, ich laufe da. Nee, wir laufen nicht da ohne Cassandra. Was ihre Quest, da soll sie bei sein. Elfenwurzel? Elfenwurzel. Ich habe im Spiel gesagt, ich will nicht so viel sammeln, also an Pflanzen, aber es ist doch wichtig, dass wir ein bisschen sammeln. So leid es mir tut. So. Ja, ich glaube, das war Eisen oder so. Dann gehen wir mal hier. Ja, komm, ich nehme auch einmal mit. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Geh doch nicht ins Wasser, blöde Ziege. Ja, die nehme ich auch mit, komm. Wo ist unser Lager? Hier irgendwo. Elfenwurzel? Elfenwurzel? Können wir uns ausruhen? Rasten. So, wir nehmen. Ja, Gott sei Dank. Wo ist denn das? Ja. Gruppe wechseln. Wir nehmen Dorian. Cassandra. Ich mag Dorian unwahrscheinlich gerne. Und Sarah. Steht. So. Rasten.
Vorräte sind aufgestockt. Hast du es auch an den Tränken sozusagen? Haben alle. Wasser hat keine. Dorian hat keine. Wir können hier nichts machen. Okay, dann gehen wir mit Cassandra los. Ach, Lotus. Ich gehe jetzt falsch, ne? Guck mal, Karte. Ja, wir müssen eigentlich nur wieder den Weg zurück, den wir gekommen sind. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay. Ist immer gut, wenn es nichts zu berichten gibt. Dann fühle ich mich nicht so unter Druck. Elfenwurzel. Nein. Lotus nehmen wir jetzt nicht mit. Sichere Reisen, Sir. Oh, nichts drin, danke. Wir sollen jemanden besiegen? Bin mal gespannt. Und Wasser ist nur Blutlotus, da brauche ich jetzt nicht zurückgucken. So. Was ich natürlich jetzt erwarte von Dragon Age 4 ist, dass wir in den Cutscenes wie eine Frau laufen und nicht wie ein Bauer, wie ein Mann. Naja, so ein Männchengang. Sie haben nur einen Gang in den Cutscenes programmiert. Also Mann und Frau laufen gleich. Das sieht so dämlich aus, wenn man eine Frau spielt. So krumm, die Arme nach vorne hängt. Schultern runter. Aber Seite. Ach, ist nur Eisen. Okay, Mann, nehme ich es mit. Also den will ich schon mitnehmen, den Stein. Da ist auch noch einer. Kann man gut gebrauchen. Dragostein. Soll ja aus dem Blut der Drachen entstanden sein. Dragostein. So, weiter geht's. Oh, schon lange nicht mehr gepflückt. Elfenwurzel. Aber überall soll ich jetzt jemanden, also okay, wenn wir dann dort sind. Wir machen das fertig hier, was wir machen sollen. Kiste, die ich nicht gefunden habe? Schäm dich. Oder ist was drinne? Der Inventar ist voll. Mist, verdammt. Waffen.
sie denn? Ja, dann können wir das ja kaputt machen. Okay. Und Rüstung? Eine 12. Klugheit. Nein, ich lasse den anderen. Nein. Orlesianische. Nehmen wir eine Farbe schöner. Okay, können wir den auch kaputt machen. Dann haben wir wieder Platz. Wir können das mitnehmen. Und nochmal gucken. nein. Inventar. Okay. Waffen. Nee, sie hat die Axt. Okay. Dann hier müssen wir. Okay. Dieser Templer. Auf nimmer Wiedersehen. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste. Aber zumindest ist es erledigt. Ja, Cassandra. Aber hier waren wir schon mal, ne? Deswegen ist nichts zum Looten da. Das war's. Okay. Was sonst noch was hier? Nö. Die haben wir alle. Gut, dann Weltkarte. Nee. Auf zur Himmelsfeste. Ich weiß noch nicht mehr, was ich da machen wollte. Das weiß ich nicht mehr. Wollen wir irgendetwas machen? Ein Kartentisch, ne? Wollten wir. Ist gut möglich. Also da was machen wollten. Wir wollten zu den Elfen wieder zurück, genau. Waren das erhabenen Ebenen? Die erhabenen Ebenen? Ich weiß gar nicht. Hab's vergessen. Wir gehen mal zum Kartentisch. Da müssen auch ein paar Sachen wieder fertig sein. Und dann geht's weiter. Ja, das Laden ist halt ein bisschen lang. Huch, sprach sie und dann kam es. Da. Muss ich eben jemanden verurteilen oder so? Nee, ne. Sieht schon schick aus.
Huch. So bitte, ja. Nee, ich wollte nicht zu den Quartieren. Eieiei. Warum kommt da jetzt ein Ladebildschirm schon wieder? Oh, ich wollte nicht zu den Quartieren. Nee. Lass mal. Brauchen wir nicht. Ich wollte hier hin. Aber hier könnten sie auch mal langsam alles reparieren. Kriegsrat einberufen. Okay. Und der Dank einer Kirchenschwester, Inquisitor Trevelyan. Ihr erinnert euch vielleicht nicht an mich. Ich war einige Zeit auf der Himmelsfest und begleitete später einige verwundete Soldaten nach Ferelden. Wir haben uns seit Haven deutlich weiterentwickelt. Ich fürchte zwar, dass noch einiges vor uns liegt, aber wir sind vorbereitet. Einige Zeit auf der Himmelsfest und begleitete später einige verwundete Soldaten nach Ferelden. Unsere Reise war jedoch gefahrvoller als erwartet. Und nun schreibe ich euch, um der Inquisition für ihre Hilfe zu danken. Ich habe nicht viel anzubieten, aber wenn ich der Inquisition auf meine bescheidene Weise helfen kann, müsst ihr es mir nur sagen, Schwester Paulette. Cromwald wollen in der Festung eine Gebetsstätte errichten. Dabei könnte ihre Ihnen Schwester Paulette helfen. Inquisitor. Ja, ist eine gute Idee. Ja, Ressourcen der Hinterlande machen wir auch mal. Naja. Inquisitor. Ja. Bericht. Nun, da die Risse in der Gegend unter Kontrolle sind, können wir kleinere Gruppen entsenden, um den Leuten zu helfen. Das denke ich auch. Geht es euch gut? Ich habe nur Kopfschmerzen. Nichts weiter. Ende. Die Gebete der Dame wurden nicht erhört. Sie liegt allein in einem kalten Bett. Während ihre Familie neue Hoffnung schöpft, hat sie die ihre begraben. Ein untätiges Messer schneidet ebenso tief wie ein zustoßendes Heil. Okay. Stärke des Schleiers bewerten. Ihr habt eine Reihe von Elfenartefakten aktiviert, die für die Messung der magischen Energien des Schleiers benutzt werden. Für sich betrachtet waren diese Messungen recht nützlich. Würden wir allerdings die Messung aller Artefakte koordinieren, bin ich sicher, dass wir Risse aufspüren könnten, die sich noch nicht einmal gebildet haben. Ich habe skizziert, wie wir die Magier der Inquisition auf ganz Orlais und Ferelden verteilen könnten, um diese Artefakte auf koordinierte Art und Weise zu aktivieren, sofern ihr das für sinnvoll haltet. So das. Wenn die Inquisition nicht genügend Männer hat, werden die Abdeckungen der Gegend gewiss mit Freuden für sie Sicherheit, für die Sicherheit unserer Magier sorgen. Wir stehen euch zu Diensten. 20 Stunden. Okay. Da ist auch noch was zurückgekommen, Bericht. Ich würde Ihnen zwar nicht den Rücken zukehren, aber wir konnten einige Vereinbarungen mit den T-Balls treffen. Ihr ursprünglicher Hass auf die Inquisition war lediglich ein Mittel zum Zweck und sie sind bereit, uns ihre Gunst zu schenken, Josephine. Allianz, ein Weg in die Zukunft, Siegel der gemodanischen Sturmreiters. Und Moralverbesserung. Es sind neue Vorräte eingetroffen und ein begeisterter Schuster oder Schuhmacher. Okay. Ich war gerade überlegen, Schuhmacher, das wird doch mit H geschrieben. Schuhmacher. Wie wir ihn, aber da war wahrscheinlich ein. Ich ja Schuhmacher-Fan, der dann. Wie wir ihn nennen sollen. Ein hübsches
Passwort für dieselbe Sache, aber kein Problem. Die Soldaten sind mit ihrer neuen Ausrüstung zufrieden. Es gibt wenige Klagen nach der Patrouille. Hauptmann Rylan. Okay. war das hier? Egal. Wir machen das über die Weltkarte. Ich meine, das waren die erhabenen Ebenen gewesen. So. Ja, ja. Questkarte. Tagebuch. Das machen wir nicht. Handliche Freunde. Ja, ja. Und Schilde wirklich zu gefallen, aber das Buch ist nicht fertig. Bitte für Eric, das letzte Kapitel zu beschaffen. Okay. Ich muss sowieso mit Eric reden. Okay, dann machen wir das doch. So, lange wir hier sind. Nein, falsche Tür. Nein. Nein. Tschüss, ich habe mich vertutet. Tschüss. Falsche Tür. So. Dann reden wir doch mit dem guten Beric. Der wahrscheinlich immer noch. Wo steht der denn? Ist der Beric? Ach, da. Ich bin froh, dass ich Antworten habe, aber. Scheiße. Ich wusste es in dem Moment, als sie hier aufgekreuzt ist, aber ich habe die Scheiße zugelassen. Ich gab ihr den Teig. Und ich bin nicht gut in solchen Dingen. Ich denke nicht, dass es irgendjemand besser gemacht hätte als ihr. Nein, nein. Der Punkt ist, ich kümmere mich nie um etwas. Hätte Cassandra mich nicht hergeschleift, wäre ich jetzt in Kirkwall und würde behaupten, dass nichts von all dem passiert. Ihr wisst, dass das nicht stimmt. Ihr habt genauso hart dafür gearbeitet, Korypheus aufzuhalten, wie jeder einzelne von uns. Ist das so? Ich weiß es selbst nicht mehr. Danke. Für eure Hilfe und so. Nach allem, was passiert ist, werdet ihr Bianca wiedersehen? Das tue ich immer. Hm, da haben wir unsere Antwort. Hm? Die Armbrust. Kleine Bianca. Die beiden hatten wohl mal ein Techtelmittel. Beric, du musst was tun. Seid ihr gerade beschäftigt? Ich kann später wiederkommen. Nein, ist schon gut. So fesselnd sind Rechnungen nun auch nicht. Ich hatte ohnehin vor, mit euch zu reden. Ich habe mich der Inquisition nie offiziell angeschlossen. Ich hab's nicht so mit dieser Jüngergeschichte. Ich bin Geschäftsmann. Ich bin noch nie irgendeinem Auserwählten gefolgt. Ich brauche keinen Jünger. Was ich brauche, ist ein Freund. Wenn ihr wüsstet, wie einschüchternd ihr seid, würdet ihr das nicht einfach so sagen. Ihr wisst einfach nicht, was ihr für die Leute da draußen seid. Der Herold Andrastes ist als Symbol weit bedeutsamer als jeder einzelne von uns. Ich kann nicht größer sein, als ich es bin, Beric. Natürlich könnt ihr das. Ihr seht euch selbst nicht, wie sie euch sehen. Der Himmel öffnet sich, überall sind Dämonen. Die gemeinen Leute denken, das ist das Ende der Welt. Die einzige Hoffnung, die sie haben, seid ihr. Ihr seid das Zeichen, dass vielleicht jemand ihre Gebete erhört, dass sie möglicherweise nicht völlig verlassen sind. Ihr habt gehört, wie die Menge nach dem Angriff auf Haven gesungen hat. Egal, was ich für Thedas auch sein mag, ich bin überhaupt nichts Besonderes. Ihr seid also wie alle anderen. Ganz normal. Schön. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sei denn, spielen wir eine Partie Sündenfall? Ja, von mir aus. Was? Ich soll doch...
Sucht ihr jemanden, dem ihr das Ohr abkauen könnt? Ja. Ihr habt ihn gefunden. Erzählt mir mehr von Bianca. Das kann ich nicht versprechen, aber fragt nur. Was wollt ihr wissen? Warum ist die Händlergilde eine solche Gefahr für Sie? Ehrlich gesagt ist sie eher eine Gefahr für mich. Eigentlich dürfen wir uns einander auf höchstens 300 Wegstunden nähern. Wenn die Gilde erfährt, dass wir zusammen gesehen wurden, friert sie mein Vermögen ein und dann lässt sie mich töten. Oder umgekehrt. Was in aller Welt habt ihr angestellt? Wir hätten beinahe einen Clankrieg angezettelt. Aber spielt das eine Rolle? Ich kann es ohnehin nicht mehr ändern. Woher kennt ihr Bianca? Die Frau meine ich, nicht die Armbrust. Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, als sie noch in Kirkwall lebte. Ich suchte damals jemanden mit mechanischen Fähigkeiten. Bianca ist ganz ohne Zweifel die beste Schmiedin, die ihr je treffen werdet. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit sie geheiratet hat und nach Orlais gezogen ist. Bianca ist verheiratet? Irgendwie dachte ich, ihr hättet eine gemeinsame Vergangenheit. Ja, eben. Biancas Eltern sind Kallner. Oberflächenzwerge, die so konservativ sind, dass sie nicht mal pissen gehen, ohne die Ahnen um Erlaubnis zu bitten. Sie haben einen Burschen aus einer Schmiedekaste für sie auserkoren. Wohlhabend angesehen, hat eine tolle Amboss-Sammlung. Der perfekte Ehemann. Die Hochzeit soll traumhaft gewesen sein. Jedenfalls die, zu der Bianca gekommen ist. Also schön, seid ehrlich. Bianca hat eure Armbrust gebaut, oder? Ich meine, sie trägt immerhin ihren Namen. So einfach ist das nicht. Die Carter denkt, meine Bianca wäre der Zufallserfolg eines Erfinders, der nie ein zweites Exemplar zustande brachte. Wenn sie wüssten, dass noch jemand daran beteiligt war, jemand, der sie nachbauen könnte, das wäre übel. Ich kann also wirklich nicht über die Sache reden. Ich habe schon genug Blut an meinen Händen. Also wie lange wart ihr beiden zusammen? Nun, wenn ihr es genau wissen wollt, überhaupt nicht. Normalerweise sind wir durch einen Kontinent voneinander getrennt. Wir schreiben uns Briefe und ab und an treffen wir uns. Keine Ahnung, ob wir dadurch zusammen sind. Scheiße. Seit wann geht das jetzt schon so? 15 Jahre. Toll. Jetzt fühle ich mich alt. Tausend Dank. Ich denke, das ist im Moment alles. Nein, nein. Alles klar. Ich werde hier warten. Ja, ja. Ich habe noch was. Ich hätte gerade etwas Zeit, falls ich was für euch tun kann. Cassandra wartet auf den nächsten Band von Schwerter und Schilde. Ich muss was an den Ohren haben. Das klang gerade, als hättet ihr gesagt, Cassandra würde meine Bücher lesen. Sie schätzt eure Werke tatsächlich sehr. Reden wir von derselben Cassandra? Dieser großen, verdrießlichen Sucherin, die gerne Leute absticht? Wartet, ihr meint diese Schmonzetten? Da kann sie lange warten. Ich habe nicht vor, den nächsten Teil fertig zu schreiben. Das sind die schlechtesten Romane, die ich je verfasst habe. Der letzte Band hat sich gerade mal so gut verkauft, dass ich die Tinte bezahlen konnte. Tja, Cassandra scheint die Reihe zu gefallen. Und ich dachte, ein Loch im Himmel wäre das Verrückteste, was passieren kann. Ihr wollt also, dass ich den neuesten Band meiner schlechtesten Romanreihe fertig schreibe? Für Cassandra. Die Idee ist so schlecht, dass ich es beinahe tun muss. Unter einer Bedingung. Ich will dabei sein, wenn ihr ihr das Buch überreicht. Das lässt sich einrichten. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Wisst ihr, der Umstand, dass das Buch lausig ist, macht es irgendwie interessanter. Okay, jetzt müssen wir nach Cassandra gehen. Schmuddelromane. Inquisitor? Ja, ja. Die war hier, wo ist sie? Da ist Cassandra. Cassandra, Cassandra. Was habt ihr jetzt wieder angestellt?
Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Das ist euer Werk. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch darüber freuen. Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Ich danke euch. Varric ist derjenige, bei dem ihr euch bedanken solltet. Ich bin nur ein demütiger Diener meiner treuen Leserschaft. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen, falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Okay. Abgeschlossen. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich aber sagen, beende ich den Part. Und im nächsten Part geht's dann Gräber. Haben wir eben, ne? Seht ihr, da haben wir nämlich noch einiges zu tun. Okay, dahin. Ich nehme das, das und das mit. Ja, ich nehme die mit. Okay, ich reise schon mal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Adios.